Ist das dein Ernst? Was? Ich mache eine Pause. Gute Idee. Bloß nicht überanstrengen. Also, warum hast du Dr. Sorkin eigentlich nicht gesagt, warum wir von der Insel verschwinden müssen? Vertrau mir, wenn wir die verärgern, macht sie uns noch mehr Schwierigkeiten. Und was machen wir dann? Wir setzen unseren Charme ein. Ich brauche nur ein paar Informationen über diese Frau. Über ihre Vergangenheit. Was so in ihr vorgeht. Wenn ich nur das Richtige sage, wird sie am Schluss sogar denken, dass es ihre eigene Idee war, die Insel zu verlassen. Hey, kann ich eine schnorren? Okay. Das ist die ganz hohe Kunst des Pöbelns. Wortlos einfach den anderen vernichten mit einem bösen Blick. So muss es sein. Oscar gefällt mir am besten eigentlich von den Figuren. Also, wer hat Lust, die Kisten zum Hubschrauber zu schleppen? Ich auch nicht. Ach, sowas. Ja, habe ich auch nicht, ehrlich gesagt, aber wir können ja trotzdem mal ein bisschen gucken hier. Ich heb die Dinger nicht um. Die wiegen doch bestimmt Tonnen. Oscar! Ich dachte, wir sollten hier nur Aktenkartons herumtragen. Ja. Naja. Okay. Tja, dann lassen wir das einfach. Die Fässer sind es dann bestimmt auch, ja. Nein, es sind Kartons. Das könnte es sogar sein, vielleicht. Ah, riecht wie ein Fass voll nassem Hundehaar. Aber echt? Ah, die sind doch Fässer. Die Saurier das Zeug fressen. Ja, dann lassen wir es am besten einfach liegen. Haben wir ein bisschen Arbeit gespart, ist auch gut. So, quatschen wir mal ein bisschen. Ja, erstmal mit uns selbst reden, das ist gut. Was denkt sich Sorkin eigentlich? Wie zum Teufel sollen wir das alles in den Heli kriegen? Keine Ahnung. Aber mach's lieber, wenn du dich mit ihr gut stellen willst. Ah, okay. Tja, danke. Du warst eine Riesenhilfe. Okay, was kann man sonst noch so? Rückenschmerzen, ja, bestimmt. Willst du vielleicht auch mal was machen? Oder bist du jetzt in der Gewerkschaft? Nee, bloß weiter rauchen, ne? Du musst auch dran ziehen, Oscar, sonst hilft das nichts. Also anzünden und runterbrennen lassen ist sinnlos. Schon okay, wenn du mitkommen willst, aber lass Oscar ein wenig freiraum. Er hat's nicht so mit Kindern. Oder Erwachsenen. Oder Tieren. Eigentlich hat er's mit niemandem. Geh ihm einfach aus dem Weg. Ist doch ein sympathischer kleiner Junge. Unser Bärchen. Der Oscar. Hey Oscar, gab's in der Einsatzbesprechung irgendwelche schmutzigen Details über Sorkin? Ich brauche ein paar Infos, bevor ich den guten alten Yoda-Charme einsetze. Hat in den 70ern viel demonstriert. So ein Tierschutzkram halt. Das glaube ich gleich. Mit Injin in Beziehung stehende Infos sind unter Verschluss. Sollen davon ausgehen, dass sie uns schrecklich nerven wird. Das stand da? Zwischen den Zeilen. Na, ganz wundervoll. Ja, Infos über Sorkin hatten wir ja gerade. Das brauchen wir nicht nochmal fragen. So, dann gehen wir mal zu den anderen beiden rüber. Vielleicht kann Jerry ja ein bisschen was erfahren hier. Und Nima ist ja auch noch da, sehe ich gerade. Wartet hier. Ich rede mal mit Sorkin. Ach so, Billy geht dann selbst rüber. Was soll ich machen? Tragen. Du willst helfen? Dann wühl dich mal durch diese Kisten und schau, ob du was Interessantes über Dr. Sorkin findest. Cool. Na dann, viel Spaß. Was hat sich Hammond bloß dabei gedacht? Er hat die Warnung seiner eigenen Wissenschaftler in den Wind geschlagen und lieber auf Marketingleute, Teilhaber und sonst wen gehört. Die Katastrophe war doch unausweichlich. Warum habe ich so etwas noch nie gesehen? Ich dachte, ich kenne jeden Saurier auf der Insel. Was wohl der Rest der Welt hiervon halten wird. Die amerikanische Regierung wird Ingens Anwesenheit jetzt bestimmt mehr als nur kritisch betrachten. Vorausgesetzt, der Rest der Welt erfährt jemals davon. Die Verschwiegenheitsabkommen, die wir unterzeichnet haben, sind bombenfest. Und Ingens Anwälte können furchtbar einschüchternd wirken, glauben Sie mir. Okay, seid ihr fertig? Schön, dann kann ich jetzt ja auch mal. Wissen Sie, Doc, beim Besucherzentrum habe ich solche Bisswunden bei einem meiner Männer gesehen. Mr. Billy für Sie. Mr. Yoda, würden Sie sich bitte wie abgemacht um die Ingen-Akten kümmern? Hötete. Ja. So eine alte Zicke. Warum zur Hölle sind die beiden Antwortmöglichkeiten auf Englisch? Hey, wissen Sie, wer unsere Gefangene ist? Sie wäre die Erste. Naja, ich habe sie noch nie auf der Insel gesehen. Ich wüsste nicht, dass sie für Ingen arbeitet, aber ich kenne auch nicht jeden hier. Möglich wäre es also. Warum fragst du nicht einfach mal Oscar? Der scheint sie doch zu kennen irgendwoher. Hey Doc, haben Sie da drin eine Apotheke? Wird ein langer Rückflug, wenn wir die Gefangene weder aufputschen noch beruhigen können. Sie wird gerade recht harmlos. Sie ist mit Handschellen gesichert. Haben Sie Angst davor, von ihr verprügelt zu werden? Wäre nicht das erste Mal, dass eine Frau ihre Finger nicht von mir lassen kann. Gut, Könnte ich mir mal ihre Wunde anschauen? Ja, warum nicht? Ich habe versucht, mit ihr zu reden, aber es bringt nichts. Nun, sie braucht medizinische Behandlung, wenn sie wieder auf dem Festland ist. Wenn sie von einem unserer Saurier gebissen wurde, ist ein Doktor dort nicht in der Lage, sie zu behandeln. Sie muss endlich mal anfangen zu reden.
Könnte helfen, ja. So, gucken wir nochmal wieder drüben. Ich weiß ja nicht. Irgendwie gibt es ja hier nichts so richtig, was wir machen können. So, Mädchen, hast du was gefunden? Also, was hast du rausgefunden? Scheint, als wollte Dr. Sorkin aus der Insel ein Saurierreservat machen und keinen Vergnügungspark. Hat InGen wohl nicht gefallen, ne? Warum auch? Reich wird man damit nicht. Also hat Dr. Sorkin eine Schwäche für den Artenschutz. Gut zu wissen. Ja, die Dinos liegen ihr sehr am Herzen und das werden wir auch noch zu spüren kriegen im Laufe des Spiels. Aber echt mal, die Soundausgabe ist echt teilweise richtig beschissen, oder? Mit den Spitzen hier von der Lautstärke und so. Oscar, vielleicht noch was? Also, Sorkin. War mal ein Hippie. Wurde ein paar Mal auf Tierschutzdemos verhaftet. Gut, das bringt's nicht. Ansonsten ist ja aber auch nichts weiter. Und wir können auch ansonsten keine anderen Orte bereisen. Wir haben bloß die zwei. Was sollen wir denn dann machen, mal so als Frage? Latsch mal wieder rüber. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich versucht habe, ihn zu überzeugen. Der Park sollte ein Reservat sein. Keine Fahrgeschäfte, kein Käfiger. Hammond hat sich für die Wunder, die ich erschaffen habe, nie interessiert. Es ging ihm immer ums Und das ist also Ihre Tochter? Ja, meine Jüngste. Jess, super Schnitt. 14. Kaum zu glauben. Und Ihre Mutter? Ist wieder verheiratet. Ist wirklich am besten so. Wir sind beide viel glücklicher. Und wie kommt Jess so zurecht? Ihre Schulnoten könnten besser sein. Und es gab da ein paar Fälle von Ladendiebstahl. Ihr ist bestimmt nur langweilig. In dem Alter war ich genauso. Auch wenn es auf dem Familienbauernhof nicht viel zu stehlen gab. Ich weiß nicht recht. Ich versuche ja mit dir zu reden, aber alles, was ich sage, scheint falsch zu sein. Reden Sie trotzdem mit ihr. Ich wollte sie ja nicht mal herkommen lassen, aber ihre Mutter hielt es für eine gute Idee. Sie wissen schon, um sie vom Ärger fernzuhalten. Nicht, dass sie geahnt hätte. Seien Sie nicht so streng mit sich. Es war sicher nicht leicht, aber sie hat es überstanden. Das wird sie stärker machen. Sie wird die Vorstadt jetzt sicher mehr zu schätzen wissen. Also sorry Leute, wenn ich hier immer zwischendurch mal innehalte und die quatschen lasse, aber ich will die so viel wie möglich reden lassen, damit wir auch so viel wie möglich mitkriegen. Also woher wussten Sie das mit dem Betäubungsmittel? Man will ja nichts verpassen. Ist es nicht das erste Mal, dass ich damit zu tun habe. Die Toxine stammen von Bakterien, die durch den Biss übertragen werden. Wie beim Komodowaran. Diese Saurier jagen, indem sie ihr Opfer beißen und dann auf seinen Tod warten. Viel sicherer als eine Konfrontation. Aber welcher Saurier hinterlässt so eine Bisswunde? Oh, tut mir leid. Es tut also noch weh? Ja, es tut noch weh. Tja, welcher Saurier hinterlässt so eine Bisswunde? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht so richtig. Achso, wir haben ja We Need To Go noch gar nicht angeklickt. Ich weiß, dass Sie wütend sind. Und verängstigt. Und wahrscheinlich auch erschöpft. Warum machen Sie das alles mit? Tut mir leid, kann ich Ihnen nicht sagen. Nun gut. Ich rede, Sie hören zu. Ich bin wegen der Dinosaurier hier. Nicht wegen des Parks und nicht wegen Hammond. Ich bin wahrlich kein Freund von InGen, glauben Sie mir. Aha. Das scheint Sie auch aufhorchen gelassen Genug zu haben. Von Hammond, was ist mit unserer Patientin? Mir geht's gut. Ich wollte Sie überreden, auf das Rettungsteam zu warten, aber sie hat abgelehnt. Naja, das kann man ihr kaum vorwerfen. Trotzdem, Sie haben Glück, noch am Leben zu sein. Außerdem kennt sie die Insel. Dafür braucht ihr sie uns nicht. Nur zum Schutz vor den Raubsauriern. Tja, die haben ganz schön viel Sprachausgabe hier so zwischendurch, muss ich sagen. Das gefällt mir ehrlich gesagt. Aber jetzt ist mal Schluss hier. Ich unterbreche nur ungern einen. Aber wir sollten jetzt los. Kommt leider nicht in Frage, Mr. Yoda. Jemand muss sich während dieses Chaos um die Saurier kümmern. Tut mir leid, Dr. Sorkin, aber InGen will alle Überlebenden so schnell wie möglich auf dem Festland haben. Ohne Ausnahme. Warum so eilig? Tja, danach soll die Sintflut kommen, nehme ich mal so an. Das war's wahrscheinlich für diesen Park. Hammond hat diese ganze Sache echt gegen die Wand gefahren. Seine Inkompetenz ist nach dieser Katastrophe offensichtlich. Das stimmt natürlich. Wenn Sie wüssten, was ich in meiner Jugend so getrieben habe, wären Sie überrascht, mich hier zu finden. Wissen wir schon. Dr. Sorkin, wir haben schon einen unbefugten Eindringling gefunden. Wer weiß schon, wer sonst noch auf der Insel ist. Sie könnten in Gefahr sein. Das Risiko gehe ich ein, danke sehr. Gibt es denn kein Argument, das Sie überzeugen könnte, mitzukommen? Wenn, dann war es noch nicht dabei. Also gut. Ich würde gern mehr über Ihre Symptome erfahren. Dann also weiter. Ja, wie ich bereits sagte, Fieber, Wundschwellung... Hey, es ist Deutsch! Die Augen waren ganz zittrig. Und sie war im Delirium? Ja, es war schlimm. Sie schien Flashbacks zu haben. Hielt uns für andere Personen. Also, bevor sie uns mit der Pistole bedroht hat. Das ist ja seltsam.
Darum haben wir auch so lange gebraucht. Sie hat uns in den Dschungel getrieben und versucht, die Nordküste der Insel zu erreichen. Die Nordküste? Warum? Ich hatte meine Gründe. Ja, ja, das hat sie. Ja, schaut mal, es ist jetzt auf Deutsch auf einmal. Vorher war es auf Englisch, wer weiß warum. Dr. Sorkin. Wie ich schon sagte, ich bleibe hier und kümmere mich um die Tiere. Sei doch nicht so zickig. Aber wir müssen sie hier rausbringen. Warum? Weil wir das machen sollen. Irgendjemand muss mit dem Aufsichtsrat über den Schutz dieser Dinosaurier reden. Sie glauben doch an den Tierschutz, oder? Würden Sie für sie nicht Ihren Kopf hinhalten? Das ist natürlich wahr. Wenn der Aufsichtsrat nur auf meine Vorschläge gehört hätte. Aber so sind sie nur Teil des Papierkrams, den sie gerade verladen. Ach Mann. Jetzt sei doch mal nicht so. Okay, ich werde mir was einfallen lassen. Bringt's auch nicht. Dino-Reservat. Wäre diese Insel nicht besser für so eine Art Saurier-Reservat geeignet? Ist doch ziemlich dämlich, sie so zu behandeln, als ob das hier irgendein Zirkus wäre, oder? Sie haben völlig recht, Mr. Yoda. Aber das ist alles unwichtig, wenn der Aufsichtsrat... Okay, ich sollte Ihnen das eigentlich nicht sagen, aber soweit ich weiß, wird der Aufsichtsrat eine Sondersitzung halten wegen, Sie wissen schon, einer neuen Leitung. Wenn Sie da wären, könnten Sie die Ereignisse bezeugen, die hier vorgefallen sind. Sie müssten auf Sie hören. Das ist wahr. Ich sag's nicht gern, Mr. Yoda, aber Sie haben vielleicht recht. Jawohl! Unsere Anweisungen erwähnten auch einen Assistenten. David. Ja. Ich fürchte, David wird nicht mit uns kommen. Er sollte sich vom Quarantänegehege fernhalten. Das tut mir sehr leid. Danke sehr. Aber bevor wir gehen, muss ich noch unbedingt etwas im Labor erledigen. Immerhin haben wir es geschafft. Harding, vielleicht könnten Sie und Ihre Tochter mir helfen. Ich arbeite an einem Heilmittel für eine der garstigeren genetischen Störungen der Saurier. Sorkins Labor abgeschlossen. Was genau haben wir denn geschafft? Die Lysin-Kontingenz aufgehoben natürlich. Moment, wie was bitte? Ist das? Ingen, Henry Boo, hat den Dinosauriern ein Gen hinzugefügt, das sie abhängig von der Versorgung mit einer Aminosäure namens Lysin macht. Ohne ihre wöchentliche Dosis sterben sie. Das können Sie den Saurier nicht geben. Wir brauchen die Kontrolle über sie. Wenn nur ein paar von der Insel flüchten. Okay, hören Sie. Ich arbeite jetzt seit Monaten an Verhaltenstests mit den Parasauriern. Wenn ich jetzt aufs Festland reise, werden sie bei meiner Rückkehr alle tot sein. Genau wie meine Forschungsarbeit. Parasaurier? Parasaurolophus, Pflanzenfresser. Normalerweise keine Gefahr. Lassen Sie mich Ihnen die Lösung verabreichen und schauen, ob sie funktioniert. Von wie vielen reden wir hier? Warum kommen Sie nicht mit? Sie können den Fortschritt, den wir gemacht haben, begutachten. Sehr gern. Können wir das? Na gut, gehen wir. Cool. Nun dann, geben wir den Paras mal das Zeug.